Ja, liebe Beckumerinnen und Beckumer, ich möchte Sie auch heute wieder über die aktuelle Situation rund um die Corona-Pandemie hier in Beckum informieren und will das wie folgt tun. Zunächst einmal mein Hinweis auf die Zahl der in Beckum erkrankten Personen. Es sind aktuell 44 erkrankte Personen, die uns seitens des Kreisgesundheitsamtes gemeldet worden sind. Das sind durchaus mehr als zuletzt. Allerdings stammen alle diese erkrankten Personen aus dem Tönnies-Umfeld. Sie wissen Bescheid, ich habe Sie in der Vergangenheit darüber informiert. Alle Tönnies-Mitarbeitenden befanden und befinden sich in Quarantäne. Die Quarantäne wird durch uns hier überwacht, sowohl bei den internen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Firma Tönnies als auch bei den über Subunternehmen bei der Firma Tönnies beschäftigten Menschen. In diesen Tagen ist es so, dass das Kreisgesundheitsamt nach und nach, wenn denn die Erkrankungen abgeklungen sind oder die Tests auch negativ waren, wiederum Quarantänen aufheben wird, sodass die derzeit davon betroffenen Tönnies-Mitarbeitenden nach der entsprechenden Mitteilung durch das Kreisgesundheitsamt dann auch nach und nach aus der Quarantäne entlassen werden. Als gesundet entlassen werden, was ja auch gut ist. Insgesamt ist es ja so, ich habe zuletzt darüber berichtet, dass der Lockdown hier im Kreis Warendorf Mittwoch dieser Woche ausgelaufen ist. Wir unterliegen zwar immer noch der Corona-Schutzverordnung, die Corona-Regionalverordnung ist allerdings ausgelaufen, sodass wir die ganz strengen Beschränkungen nunmehr nicht mehr einzuhalten haben, die allgemeinen Beschränkungen der Corona-Schutzverordnung gleichwohl. Aber es ist wieder möglich, auch mit mehr Personen in der Öffentlichkeit zu sein. Beispielsweise haben die Kindertageseinrichtungen und auch der offene Ganztag wieder im Rahmen der Ferienbetreuung geöffnet. Das ist für viele, wie ich weiß, ganz, ganz wichtig. Es dürfen auch Fitnessstudios etwa wieder geöffnet werden. Auch Einschränkungen in den Gastronomiebetrieben sind wieder ein wenig gelockert worden. Das ist sicherlich für alle Beteiligten sehr, sehr gut. Erfreulich ist, dass jetzt nach und nach auch die Urlaubsländer mitteilen, dass die Beschränkungen für Bewohner und Bewohner aus dem Kreis Warendorf aufgehoben werden. Es gibt ja nur noch ganz, ganz wenige Beschränkungen dort. Erkundigen Sie sich bitte an Ihrem Urlaubsort, ob auch dort noch Beschränkungen gelten oder ob sie mittlerweile allesamt auch aufgehoben sind. Dann sollte hoffentlich einem schönen Urlaub auch nichts mehr im Wege stehen. Erfreulich vielleicht noch für Sie, der Rat der Stadt Beckum hat entschieden, dass die Elternbeiträge für die Angebote in den Kindertagesstätten, in der Kindertagespflege, aber auch die schulischen Angebote für den Juni und auch den Juli 2020 ausgesetzt bleiben. So viel von meiner Seite. Ich wünsche Ihnen noch einen sehr schönen Tag, ein schönes Wochenende, gegebenenfalls einen schönen Urlaub und bleiben Sie bitte gesund.